Hallo MA4Today-Fans, ich bin hier mit Farbod Iran Nejad. Wie geht's dir? Hallo mein Lieber, geht's mir gut und wie geht's dir? Mir geht's auch bestens, dankeschön. Wie laufen deine Vorbereitungen auf den Kampf? Du kämpfst in 2 Wochen bei PFA Europe in Berlin. Wie laufen die? Erzähl mal. Gott sei Dank läuft alles sehr gut und ich bedanke mich bei meinen Trainingspartnern und meinem Trainer Chris Vitali, und andere Trainer, dass sie mir die ganze Zeit unterstützen und helfen und ja. Ich freue mich wirklich sehr. Dein letzter Kampf war, da ging es um den Titel bei Super League. Ist aber auch schon ein Jahr her. Wo warst du ein Jahr lang? Ein Jahr lang, wir sagen so, ich hatte direkt im Kampf, 3. Runde, habe ich meinen Fuß gebrochen. Und dann mit gebrochenem Fuß habe ich 2,5 Runden gekämpft. Und Gott sei Dank habe ich meine Kämpfe gewonnen. Und dann musste ich ein paar Monate Pause machen, vielleicht 2,5, ungefähr 3 Monate. Danach habe ich wieder bei anderen Veranstaltern NFC mich angemeldet und Gegner gesucht wegen Titelkampf bei NFC und andere Veranstalter auch. Aber leider habe ich keinen Gegner bekommen und dann habe ich bei GMC Gegner bekommen, wollte ich kämpfen und dann haben mir angeboten bei PFL vor 5,5 Monaten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann warte ich, dann einfach lasse ich, kämpfe ich nicht, dann mache ich bei PFL. Dann jetzt ist das so gelaufen alles. Du wirst sozusagen im Main Event antreten. Jetzt ist nochmal eine besondere Motivation. Du hast zwar schon in der Vergangenheit öfters mal im Main Event gekämpft, aber jetzt immer auf solch einer großen Bühne. Ja, das ist für mich wirklich sehr große Überraschung und das ist wie eine, was sagt man, das ist ein beste Geschenk, weißt du, das eigentlich freut mich wirklich selber. Und dann noch in deiner Heimat, in deiner Stadt Berlin. Genau, das ist wahrscheinlich auch in schon mal Berlin, als Lokalmatador. Du weißt, ich komme viele Leute, viele Zuschauer von mir, deswegen, ja, freue mich. Und wie kam der Kontakt zu PFL schon? Haben die dir ein Angebot geschickt oder wie lief das Ganze ab? Eigentlich habe ich einen Manager, er lebt in den USA und hat gesagt, okay, das ist neue europäische PFL. Die machen erste Veranstalter ein Event in Berlin. Dann wir haben sehr viel Chance, dass wir da kämpfen. Und dann er hat meinen Namen da einfach gegeben und die haben meine Rekord und meine Kämpfe gesehen. Die haben mich angenommen und dann als Main Event. Dein Gegner Francesco, hast du ihn bereits analysiert? Er hat eine Kampfbilanz von 9-1, ist auch ein Finisher. Wir analysieren ganz egal wer ist Gegner. Wir analysieren ihn die ganze Zeit. Zum Beispiel wie gucken wir das. Was er macht, wie er kämpft und eigentlich er ist Stand-Up-Kämpfer und hat auch ein paar Kämpfe Boden. Eigentlich geht schon. Das heißt, du als Ringer denkst, willst du wahrscheinlich zeigen, wie man richtig ringt, oder? Ich muss dir so sagen, ich habe mehr geboxt oder Kickboxing gemacht als Ringen. Aber Ringen, ich komme aus Nordiran, Masandar, Ringen ist in meinem Blut, deswegen ich ringe lieber. Ja, das machst du auch wunderbar, sehr Dankeschön. Gut und du hast immer ein Lächeln im Gesicht. Danke. Du bist immer gut gelaunt. Danke. Ist das dein Schlüssel zum Erfolg? Ich sage dir eine Sache. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe. Vielleicht, wenn ich außer diese Tour gehe, ich kann nicht weiterleben. Oder jetzt hier, weiß ich nicht. Deswegen, solange ich lebe, ich versuche, positive Energie zu den Leuten geben und einfach diesen Moment leben. Sehr gute Einstellung. Letzte Frage, deine Vorhersage, deine Prediction für den Kampf? Nochmal habe ich nicht verstanden. Deine Vorhersage, wie wird der Kampf ausgehen? Jeder Kämpfer sagt, okay, ich hole ihn, ich mache ihn kaputt, erste Runde, Submission oder KO. Ich würde niemals sowas sagen. Das alles steht, Gott weiß Bescheid, was kann passieren. Ich würde gerne gewinnen und ich gebe alles und ich gewinne den Kampf. Hauptsache meine Hände geht hoch und ich bin so ein Kämpfer, mag ich 3 Runden wie ein Mann da drinnen im Käfig kämpfen und einfach hauen. Dann viel Erfolg und viel Spaß im Cage. Vielen Dank, danke schön. Danke, mein Lieber.